Salut und willkommen bei Speedy Swiss Gaming. Heute gibt es eine neue Folge Project Cars 2. Und ich habe mir da ein Rennen zweckgelegt. Fahren mit dem Porsche 911 GT3 auf Silverstone GP. Findet ja das Wochenende oder respektive letztes Wochenende ein Rennen statt auf Silverstone. Und darum habe ich auch gedacht, ist mir die Kombination in den Sinn gekommen. Ich fahre jetzt hier 10 Runden mit einem 10-fachen Zeitfortschritt bei echtem Wetter, wo sie jetzt aktuell fahren. Haben wir da 31 Gegner gesetzt auf einer 100er KI-Stufe. Haben wir auch schon überlegt, das da auf 90 zurückzunehmen. Und vor der Testrunde habe ich gemerkt, dass sie wirklich sehr schnell unterwegs sind. Aber da werden wir jetzt sehen, ob wir mithalten können. Wir starten auf jeden Fall im Mittelfeld und schauen dann, ob wir dort die Plätze behalten können. Und ihr seht hier, die Bestzeit ist wirklich krass, 1,58,9. Und ein 100er KI fährt eben auch schon so 2 Minuten Zeit oder 2 Minuten 01. Von dem her wird es hier recht schwierig sein. Und ich muss da schnell schauen, haben wir vorher schon ein Setup zweckgelegt. Ob ich da vielleicht noch ein bisschen Abtrieb könnte wegnehmen. Genau, Sprit sollte man vielleicht auch ein bisschen mehr mitnehmen. 10 Runden fahren wir, nehmen wir noch ein bisschen Ersatzsprit mit. Und genau, die Kühler müssen wir ein bisschen mehr auftun. Und dann kann das Ganze eigentlich losgehen. Entschuldigung. Ja, nicht schlechter Start. Gehen wir da schon mal BMW vorbei. Jetzt am Anfang wird es sicher wieder ein bisschen chaotisch mit 31 oder respektive 32 Fahrzeugen auf der Strecke. Aber ich hoffe natürlich, dass wir da uns zum Teil ein bisschen dran vorbeiquetschen können. Was mir hier extrem fehlt, ist eine Heli-Corsa-App, wie man es schon auch kennt. Okay, Straf, aus welchem Grund auch immer. Geht es da am Gas? So, jetzt ist es weg. Und so eine Heli-Corsa-App ist natürlich so extrem praktisch, wenn man sieht, wo das Gegner hinter ihm sind. Hier in Project Cars 2 muss man sich halt einfach gut auf die Spiegel achten und auch schauen, was hinter ihm abgeht. Ich wollte sagen, der geht extrem schnell in die Kurve rein. Und jetzt wollte ich sagen, jetzt bekomme ich eine Warnung wegen dem. Aktuell Position 15, wir sind hier immer noch schön im Mittelfeld, aber man sieht davor, ich habe fast das Gefühl, die fahren uns davon. Bin jetzt auch nicht so geübt auf Silverstone. Aber ich habe gefunden, ich möchte hier das Rennen so ein bisschen nachsimulieren. Werden wir es jetzt dann auch noch anschauen? Ich nehme das ganze Video hier im Sonntag auf. Jetzt ist gerade irgendwie 2 oder so. Oh, da vorne ist auch irgendetwas längsamer unterwegs. Es hat da Crash gegeben. Und ja, später schaue ich dann auch noch das echte Rennen, das hier stattfindet. Wow. Auf Silverstone. Ich bin natürlich sehr gespannt, wer das dort gewinnt. Werden wir sehen. Ich glaube,
Ich habe vorhin kurz etwas gesehen, dass sogar ein Schweizer Qualifying Position 1 hat belegt, wenn ich jetzt nicht mehr täusche. Ich bin einfach vorhin kurz noch schauen, bei was für Wetter das sie fahren aktuell. Und es sieht eigentlich, momentan hat es schön ausgesehen. Darum fahre ich jetzt hier eigentlich auch bei schönem Wetter. Ja, und hier muss ich halt auch wieder mal sagen, an dieser Stelle das Fahrverhalten und auch das Force Feedback und alles ist natürlich schon etwas anders als jetzt in Assetto Corsa Competizione. Darum ist es für mich schon gerade so ein bisschen umgewonnen. Ich weiss auch nicht recht, wie kann ich in Project Cars 2 Kurven fahren, damit ich noch schlauer durchkomme. Schnell rein, schade. Jetzt haben wir den Anschluss schon wieder verloren. Hätten wir es vielleicht hier im Windschatten können überholen. Aber solange dass ich hier eigentlich mithalten kann mit der 100 km/h, bin ich zufrieden. Wenn dann nicht zu viele solche Sachen passieren. Das ist etwas, was man hier im Project Cars 2 viel besser kann. Wenn man schnell in die Kurve reinfährt, einfach gleich den Lenkwinkel behalten. Und irgendwie kommt man dann meistens gleich die Kurve durch. Das ist eben zum Beispiel in Assetto Corsa Competizione viel schlimmer. Wenn man da mal schnell in die Kurve reingeht, dann holt es einem meistens ganz aus der Kurve. Und hier kann man echt so die Reifen quietschen und alles tut in den Ohren, aber man kommt gleich irgendwie rum. Auch, außer man fährt natürlich über Curbs, so wie jetzt gerade. Da wird es eng. Ah, Scheiße. Aber das ist gut, weil so sind nämlich Computergegner ziemlich auf meinem Level. Und dann kann man eben genau hier so spannende Fights machen wie vorhin gerade. Leider fahren ich noch nicht so konstant jetzt hier auf Silverstone. Thank you.
Ja, die Hälfte vom Rennen ist durch. Noch mit dem Heck ganz leicht auf Curbs kommen. Dann hat es mich fast rausgetragen. Ja, aber der kommt wieder ganz aggressiv hinten vor. Okay. Irgendwie hat da halt einfach Project Cars 2 Computer gegen uns und dann einfach Downforce ohne Ende oder keine Ahnung, einfach viel mehr Grip als man selber. Darum können die einen dann plötzlich auch so schnell überholen. Weil sie dort so eine andere Physik programmiert haben. Also, sie fahren nicht ganz mit den gleichen Bedingungen wie ich jetzt hier. In Assetto Corsa wird das 1 zu 1 gleich gemacht, dass die Computergegner mit der gleichen Physik fahren und eben nicht plötzlich wie schneller können bremsen oder beschleunigen. Ja, ich muss sagen, wenn ich wirklich ganz konzentriert dranbleibe und keine Fehler mache, runde lang, dann kann ich ihn ein bisschen aufholen. Sehr schön. Leicht im Drift der Kurve, aber das kann man eben gerade im Project Cars 2 sehr gut. Ja, da bin ich vorher im Hot Lap bessere Unterzeiten gefahren. Thank you.
klar. BMW. BMW hinter uns. Und jetzt davor wird es natürlich ein drängen und da ein Computer. Der Gegner schnell in der Kurve durch und ihr seht, er schießt völlig. Dafür ist er hier Ausgangskurve nicht mehr so schnell. Und jetzt mal schauen, was da passiert, wenn wir zur zweiten Kurve gehen. Nein, da bin ich jetzt schnell drin. Hier sollte ich noch genug Windschatten haben, wieder die aufzuholen. Ja, das sucht es einem richtig dran. So, noch ein paar Runden. Ah, shit! Die Spät bremsen. Schade, haben wir jetzt das Ganze nicht in Assetto Corsa Competizione können simulieren. Dort kann man Silverstone leider noch nicht fahren. Der erste Ende Mai, wenn das Spiel rauskommt. Sonst wäre das da sicher so ein bisschen schöner gesehen, eigentlich in Assetto Corsa Competizione. Weil es halt eigentlich schon vom Force Feedback für mich wesentlich besser ist. Und das ist so ein bisschen vom Fahren her an sich. Fühlt sich realer an. Wie gesagt, ja, ich bin zufrieden, wenn ich mit einer 100er KI mithalten kann. Unter ein paar Fehler habe ich hier 3 Plätze, 4 Plätze muss abgeben. Aber es ist eigentlich nicht schlecht. Nein, da kommt schon wieder die Serie zu rutschen. Es braucht halt wirklich enorm Konzentration, darum bin ich da heute so ein bisschen im Schweigen. Wenn man die Strecke und die Sache nicht so kennt, muss man sich enorm darauf konzentrieren, dass man eben genau hier so den Scheitelpunkt perfekt bricht. Ja, das ist jetzt sehr schön gesehen. Bestzeit unterwegs. Ja, vielleicht müsste ich hier auch noch so 20 Runden fahren, damit ich dann ein bisschen schneller unterwegs wäre als 100er KI.
braucht auch einfach noch so ein bisschen mehr Übung, um dann wirklich konstanter können zu fahren. Oder konstant schnell zu fahren, sagen wir es so. So, noch eine Runde. Vollgas. Leichte Bodenwelle gesehen. Ai, Scheiße! Ab wieder zurück auf die Strecke. Ja, so schade. In der letzten Runde. Das gibt's doch nicht. Ja, Position 28. Enttäuschend. Und ich habe schon gedacht, jawohl, ja, einigermaßen können mithalten. Aber da in der letzten Runde auch noch so ein bisschen zu fest pushen dort. Und dann ist der Absatz gekommen, dann der Gegenlenker und dann weggedreht. Zumindest nicht letzt. Ja, und wenn dir das Video natürlich trotzdem gefällt, würde mich über ein Like freuen. Und mittlerweile sind es ja 400 Abonnenten. Sehr geile Sache. Schön, seid ihr alle dabei. Und wie immer, wenn ihr natürlich einen Wunsch habt, Strecke, Fahrzeug oder Spielkombination, was auch immer, einfach einen Kommentar schreiben. Dann können wir uns das Ganze anschauen. Wow! Okay, aber das war jetzt definitiv nicht mein Fehler gewesen. Also, hallo? Ein fester Bodycheck aus der Strecke aus. So richtig asozial. Und ja, zumindest der Trost ist jetzt auch vorbei. Wo ich ja gesagt habe, wir sind zumindest nicht letzt. Jetzt sind wir letzt. Schade, irgendwie läuft es nicht so. Aber ja, ich tue mir hier noch die Wiederholung speichern und aufnehmen, damit ich euch das einblenden kann. Und wie gesagt, freue mich für ein Like und hoffe, man sieht sich das nächste Mal. Hier seht ihr noch Links zu anderen Videos auf meinem Kanal. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischauen würdet. Auf Speedy Swiss Gaming. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.